wieder Zeit für ein Video von mir. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Hallo meine Lieben! Ja, heute kommt ein neues Video von mir, das da heißen soll Zyklusbestimmung und schnell schwanger werden. Schnell. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Kinderwunsch und ja, mit dem, jede Frau möchte dann natürlich, wenn sie den Kinderwunsch hat, auch recht zügig schwanger werden. Und jedes Pärchen möchte halt, dass es dann auch klappt. Und ich habe hierfür einfach mal ein paar Tipps und Tricks rausgekramt, die wir angewendet haben und die uns einfach geholfen haben, recht zügig schwanger zu werden. Und ja, eigentlich wollte ich zwei Videos machen, einmal Zyklusbestimmung und einmal schnell schwanger werden. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich kann ich das auch in ein Video packen, weil das eine schließt ja das andere nicht aus, quasi. Das eine gehört zum anderen und deswegen, ja, machen wir das jetzt einfach in einem Video. Und wir reden auch gar nicht lang drum rum und kommen gleich zum Eingemachten. Und zwar fangen wir an bei der Zyklusbestimmung. Was ist denn ein Zyklus? Wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere fragen. Ja, oder eben auch nicht. Also diejenigen, die sich schon mit dem Kinderwunsch befasst haben, die wissen natürlich, was ein, ja, was ein Zyklus ist. Also wie sich das verhält mit der Regel und so weiter und so fort. Und zwar gibt es in einem Monat, oder wie soll ich das besser formulieren? Es gibt bestimmte Tage im Zyklus von einer Frau, in der eine Frau sehr fruchtbar ist, und es gibt Tage, in denen man weniger fruchtbar ist. Ich hoffe, ich kann das gut erklären, weil ich bin jetzt nicht so der Erklärbär. Also entschuldigt, wenn das so ein bisschen, ja, gestolpert sich anhört. So, und sprechen kann ich heute auch nicht. Gut. Also, es ist ja so, der Zyklus einer Frau geht von 28 manchmal bis 32 Tage. Das ist eigentlich so der normale Zyklus. Also von da ab, wenn die Periode endet, bis dahin, bis sie wieder anfängt, quasi. Also das ist so ein Monatszyklus. Genau. So, und in diesem Monatszyklus ist eine Frau an bestimmten Tagen fruchtbar. Also nicht den ganzen Monat über, sondern an bestimmten Tagen. So. Genau. Und um diese Tage einfach rauszufiltern, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, da gibt es bestimmte Hilfsmittel, die man anwenden kann. Hilfsmittel A oder Hilfsmittel Nummer 1 wäre zum Beispiel eine Zyklus-App zu verwenden. Die hatte ich auch. Die könnte ich euch empfehlen. Ich hatte die die Flo-App, also so heißt die Flo, ich kann euch da gleich mal ein Bild einblenden oder Bilder einblenden. Da tragt ihr ein, wann ihr Geschlechtsverkehr hattet, ob ihr geschützten Geschlechtsverkehr hattet oder ungeschützten Geschlechtsverkehr. Dann könnt ihr eintragen, zum Beispiel, wie viel Wasser ihr getrunken habt. Also generell Flüssigkeit ist immer wichtig. Dann könnt ihr eintragen, ob ihr die Pille nehmt. Dann könnt ihr eintragen, ob ihr Nahrungsergänzungsmittel zu euch nehmt. Und. Also da gibt es ganz viele Sachen, die ihr da eintragen könnt. Und die App berechnet das, was ihr eintragt, ja, quasi für euren Zyklus. Und kann so eigentlich schon recht gut bestimmen, wann ihr die nächste, also wann die nächste Periode ansteht und wann ihr
fruchtbar seid. Natürlich sind das nur so Schätzwerte, die App kann das nicht auf den Tag genau berechnen, aber es ist schon nicht schlecht. So, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Genau, ihr könnt dann auch noch eintragen, ob ihr einen Schwangerschaftstest gemacht habt oder ihr könnt eintragen, ob ihr einen Ovulationstest gemacht habt oder die App zeigt euch an, wann es zum Beispiel Zeit ist, einen Ovulationstest zu machen oder einen Schwangerschaftstest zu machen. Und die App zeigt euch auch an, wann ihr mit eurem Partner sprechen könnt oder wann ihr euch es so quasi gemütlich machen könnt und wann ihr für ein Baby basteln dürft. Das dürft ihr natürlich einen ganzen Monat lang, aber die App zeigt euch an, an welchen Tagen das am sinnvollsten wäre, so, oder am effektivsten. Das wäre zum einen die App. Dann könnte man die Temperatur messen. Die Temperatur einer Frau, die liegt ungefähr, wenn man nicht fruchtbar ist, bei ungefähr 36 Grad, 36,5. Ja, das ist so eigentlich die normale Standardtemperatur, jedenfalls bei mir. Bei jedem ist es, glaube ich, anders, da kann das auch mal ein paar Grad schwanken. Ja, und dafür nehmt ihr ein ganz normales Fieberthermometer. So. Und dieses Fieberthermometer setzt ihr immer morgens ein. Und zwar immer vor dem Aufstehen. Ihr dürft noch nicht aus dem Bett aufgestanden sein, sondern das macht ihr noch vor dem Aufstehen im Bett quasi. So, und mit der Temperaturmessung fangt ihr an, am besten, naja, so ein Tag, zwei Tage nach der Regel. Also wenn eure Periode vorbei ist, dann fangt ihr an zu messen. So. Und natürlich ist das nicht zu 100% sicher, aber es zeigt wenigstens so ein bisschen was an, also wonach man sich richten kann. In diesen Tagen, in denen ihr fruchtbar seid, geht eure Temperatur hoch. So, und die geht schon vor dem Eisprung hoch. So um die 37 Grad, 37,5. Ja, also die Temperatur steigt um ein paar Grad. Und wenn ihr fruchtbar seid, dann bleibt natürlich die Temperatur auch so weit oben. Und in diesen Tagen, in denen die Temperatur steigt, solltet ihr Sex haben. Weil in diesen Tagen der Eisprung stattfinden kann. Also der Eisprung, der hält ja quasi 24 oder 48 Stunden. Also das Ei ist, glaube ich, für 24 oder 48 Stunden befruchtungsfähig. Korrigiert mich, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Und ja, in der Zeit steigt halt auch quasi, oder zwei Tage vorher steigt halt auch die Temperatur. Und ja, in der Zeit könnte man es halt tun. Und die Spermien des Mannes sind ja auch nicht nur einen Tag oder so überlebensfähig, so, sondern halt schon länger. Und deswegen ist es sinnvoll, auch ein paar Tage vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr zu haben und nicht direkt am Eisprung, sondern schon ein bisschen davor. Gut, also, wie misst man das dann am besten? Unter der Zunge, unter den Achseln oder im Po, wie misst man das? Also die beste Methode, so habe ich das auch gelesen und von meinem Frauenarzt auch gesagt bekommen, ist einfach, sich dieses tolle Teil hier einzuführen, unten, und dann einfach zu messen. Ist jetzt nicht unbedingt angenehm, aber was macht man nicht alles, weil einfach die Temperatur genau da am
besten ist, am genauesten. Ja. Und das macht ihr halt, ja, so zwei oder, ihr braucht schon zwei oder drei Zyklus, bis ihr da einfach mal einen Richtwert habt. Und das müsst ihr euch auch dokumentieren, ihr müsst euch das aufschreiben. Am besten gibt es da so eine Zykluskurve, da kann ich auch gleich mal ein Bild zu einblenden. Und da könnt ihr das dann eintragen. Genau, das wäre Variante Nummer 2. Variante Nummer 3 wäre mit, ich muss gerade mal gucken, diesem tollen Gerät hier den Eisprung zu messen. Und zwar ist das der Clear Blue Fertilitätsmonitor. Das ist einfach so ein kleiner Computer, leider sind die Batterien alle. Toll. Aber wenn ich ein ausführliches Video zu diesem Gerät machen soll, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann kann ich das auch mal machen. Und zwar funktioniert dieser hier quasi wie ein Schwangerschaftstest. Ihr bekommt zu diesem Computer solche Teile. Das hier ist ein Ovulationstest und das hier ist ein Schwangerschaftstest. Davon sind immer 4 Stück in jeder Packung und hiervon sind, glaube ich, 40 Stück oder 20 Stück, ich weiß es nicht mehr genau, in der Packung. Ich habe mir damals so viele bestellt, also ich habe hier so eine ganze Tasche voll dieser Sticks. Ist jetzt nicht unbedingt günstig, ich glaube, ich will nicht lügen, ich glaube 35 Euro oder so kostet eine Packung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, und zwar stellt ihr, wenn ihr das Gerät bekommt, Datum und Uhrzeit ein. Und ja, wenn ihr den ersten Tag eurer Regel habt, dann also tragt ihr das hier in dieses Gerät ein. Bitte auch dran denken, das einzutragen, weil wenn ihr die Regel jetzt zum Beispiel schon 4 oder 5 Tage habt, dann könnt ihr diesen Computer für den aktuellen Zyklus nicht mehr benutzen, weil der kann nur 3 Tage zurückrechnen. Also er braucht die aktuelle Regel, den aktuellen Tag der Regel. Und ihr könnt halt nur 3 Tage, wie gesagt, könnt ihr das nur zurückverfolgen. Das tragt ihr ein. Und dann tragt ihr auch die Stärke ein, also wie stark ihr eure Regel habt und so weiter und so fort. Und dann tragt ihr auch das Ende ein, wann ihr eure Regel nicht mehr habt. Ihr könnt dort auch, also das funktioniert so ähnlich wie die wie so eine Zyklus-App, da könnt ihr eintragen, wann ihr Geschlechtsverkehr hattet. Und ja, ansonsten eigentlich war es das schon, also ihr könnt halt eintragen, wann ihr Geschlechtsverkehr hattet. Ansonsten misst der Computer alles mittels dieser Stäbchen. So, wie funktionieren diese Stäbchen? Ihr packt die aus, die sind alle einzeln verpackt. Da ist dann so ein, so ein Stäbchen drin. Und ihr müsst vorher Urin in einen Becher abgeben. Am besten macht ihr das immer morgens nach dem Aufstehen. Da könnt ihr auch einen Timer stellen. Also das Ding hat einen integrierten Wecker. Und ihr könnt aber auch nur so und so lang testen. Also da gibt es ein Zeitfenster, in dem ihr testen könnt. Von maximal 4 Stunden quasi. Und in der Zeit könnt ihr nur testen. Danach sind die Tests ungültig. So. Und diese Stäbchen hier taucht ihr in den Urin ungefähr für 10 Sekunden. Dann macht ihr die Kappe auf das Stäbchen und führt diese Stäbchen ein. So, dann fängt der Computer an zu messen und sagt euch, ob ihr niedrig fruchtbar seid, ob ihr hoch fruchtbar seid oder ob ihr maximal fruchtbar seid. Und wenn ihr maximal fruchtbar seid, dann ist das schon ziemlich genau. Dann solltet ihr mit eurem Partner nochmal Rücksprache halten. Genau. Und das hier ist ein Schwangerschaftstest. Schwangerschaftstest kennt jeder. Der funktioniert wie jeder andere Schwangerschaftstest auch. Nur, dass ihr den genau wie den
Ovulationstest einfach dann hier einführt. Und das könnt ihr dann halt auch nur zu einem gewissen Zeitpunkt machen. Gut, das wäre Variante Nummer 3. Wenn ich, wie gesagt, noch ein ausführliches Video über dieses kleine Gerät hier machen soll, dann müsst ihr mir Bescheid sagen, schreibt mir das unten rein. Variante Nummer 4 wäre die Cervix-Schleimmessung. Jetzt fragen sich bestimmt einige, was ist denn der Cervix-Schleim? Der Cervix-Schleim ist quasi der Ausfluss einer Frau, also den eigentlich jede Frau hat. Der ist, der verändert sich im Zyklus zum Zyklusende, also wenn ihr eure Regel bekommt hin, ist er vielleicht etwas nicht mehr so flüssig, etwas dickflüssiger quasi oder vielleicht sogar TMI, aber Entschuldigung, es gehört dazu, vielleicht auch ein bisschen klumpiger, das kann passieren, also da ist auch jede Frau, das ist bei jeder Frau unterschiedlich. Und vielleicht auch ist der zum Ende des Zyklus auch ein bisschen weißlicher. Das kündigt dann meist schon die Regel an. Und in den fruchtbaren Tagen ist der Cervixschleim meist spinnbar. Also wenn ihr den quasi in der Hand hättet, dann wäre er... Und wenn ihr den so in den Finger haben würdet, dann könnte man den so auseinanderziehen. Dann würde er spinnbare Fäden machen. So, da könnt ihr euch aber noch ein bisschen belesen oder wenn ich dazu auch noch mal genauer Stellung nehmen soll, was euch oder euch erklären soll, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ja, den könnte man untersuchen. Wie gesagt, also wenn der in den fruchtbaren Tagen einfach glasiger wird und wenn man den so in den Fingern quasi auseinanderziehen kann, dann ist es eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass ihr fruchtbar seid und dass ihr mit eurem Partner Geschlechtsverkehr haben könnt, um das Thema Baby anzusteuern. So, das war Variante Nummer 4. Wie gesagt, wenn ich auf irgendwas genauer eingehen soll oder wenn ihr zu irgendeinem Thema ein ausführlicheres Video haben wollt, dann schreibt mir das. Ich betone das immer wieder, weil mir das auch ganz, ganz arg am Herzen liegt. Ich spreche oder ich schneide diese Punkte jetzt einfach nur an, was man machen könnte, damit es klappen könnte. So. Das war Variante Nummer 4. Und dann gibt es Variante Nummer 5. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Variante. Ich kann heute echt nicht reden. Es tut mir voll leid, aber ich kann nicht so gut erklären. Das wäre der Ovulationsschmerz. Boah, schon wieder so ein komisches Ding, mit was man überhaupt nichts anfangen kann. Und zwar hat man in der fruchtbaren Phase oder am Tag des Eisprungs, wenn man seinen Körper recht gut kennt und wenn man so ein bisschen an sich reingehört hat und das so ein bisschen verfolgt hat, wie das funktioniert mit dem ganzen Fruchtbarkeitszeug, mit dem ganzen Zyklus, dann kann man vielleicht in den fruchtbaren Tagen einen Mittelschmerz spüren. Was ist denn jetzt ein Mittelschmerz? Der Mittelschmerz ist ein leichtes Ziehen im Bauch oder ein leichtes Pieksen im Bauch in der Mitte oder an den beiden Seiten. Das ist unterschiedlich von Frau zu Frau. Und zwar springt das Ei quasi, wie soll ich das sagen? Das ist jetzt nämlich schwierig. Also ihr merkt einfach, ich erkläre das jetzt anders und einfacher. Ihr merkt einfach, wenn ihr das beobachtet,
dann könnt, wenn ihr das Glück habt, dann könnt ihr das spüren, wann ihr fruchtbar seid. Und zwar wechselt sich das immer ab, von Eierstock zu Eierstock. Nicht jeder Eierstock ist in jedem Zyklus quasi, springt da ein Ei. Also das wechselt sich ab von dem linken auf dem rechten oder umgekehrt. Genau. Und je nachdem, aus welchem Eierstock gerade ein Ei befruchtungsfähig ist, so wollte ich das sagen, könnte es zu einem kleinen Pieksen oder einem kleinen Ziehen kommen. Das dauert auch gar nicht lange. Manche merken das gar nicht, weil das einfach so kurz ist. Das ist wie so ein kleiner Stich. Also so war es bei mir jedenfalls. Oder wie als wenn man sich jetzt irgendwie ganz kurz was verzerrt hat oder so. Also es ist wirklich nur so ein, zwei Sekunden und dann ist das auch wieder vorbei. Manchmal merkt man das gar nicht. Ich merke das auch nicht jeden Monat. Ja. Ja, und das ja, ist auch ein Anzeichen darauf, dass ihr fruchtbar sein könnt. Ja, und das ist halt entweder spürt man diesen Schmerz mittig oder auf der linken oder auf der rechten Seite. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. So, dann hätte ich noch eine Variante, die jetzt nicht unbedingt sicher ist, aber ja, von der gesagt wird, dass, ja, dass diese halt auch ein Anzeichen dafür sein kann, dass man in nächster Zeit fruchtbar ist oder dass man gerade in der Hochphase, in der hochfruchtbaren Phase sich befindet. Und zwar sind das die Eisprungträume. Was ist das nun wieder, ein Eisprungtraum? ja, also das ist eigentlich selbsterklärend. Jeder hat, glaube ich, mal feuchte Träume, TMI, tut mir leid. Und diese Träume können vermehrt auftreten, wenn ihr gerade fruchtbar seid. Also beobachtet mal eure Träume, schreibt die mal auf. Und wenn die so im Zyklus immer wieder quasi zur selben Zeit kommen, dann könnte es auch ein Anzeichen dafür sein, dass ihr fruchtbar seid. Ja, ich hatte, glaube ich, noch eins. Also noch ein Anzeichen quasi. Ich glaube, das habe ich aber jetzt irgendwie vergessen. Genau, nein. zum Eisprung hin könnten Frauen auch mehr Lust auf Sex haben. Das ist auch ein Anzeichen, wenn ihr sonst eigentlich eher so seid, die jetzt so, naja, nicht so oft Sex haben möchten oder beziehungsweise nicht so oft Lust verspüren und dann auf einmal kommt das ziemlich oft vor und ihr wollt eigentlich nur noch bei eurem Partner sein, dann ist das eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, dass ihr gerade in einer hochfruchtbaren Phase seid. Genau, das waren jetzt ja so die ganzen Varianten, die ganzen Anzeichen und Hilfsmittel, die mir zu dem Thema noch eingefallen sind. Ach genau, eine hätte ich noch. Und zwar könnt ihr Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das wäre zum einen Folsäure, Magnesium, Eisen, also eigentlich die ganzen Schwangerschaftspräparate, die man in der Schwangerschaft nimmt. Die kann man vor der Schwangerschaft auch schon nehmen. Das empfiehlt sich sowieso, wenn ihr raucht, hört beim Rauchen auf, minimiert den Kaffeekonsum. Das hilft auch und beim Mann, habe ich mir sagen lassen, soll es auch ganz gut sein, wenn der Mann gerne mal ein bisschen Alkohol trinkt, das vielleicht runterzuschrauben, auch den Nikotinverbrauch ein bisschen runterzuschrauben, Kaffeekonsum, das kann alles schon helfen. Nicht zu enge Boxershorts und nicht zu oft in die Sauna, weil das wohl auch kontraproduktiv wirken kann. Nahrungsergänzungsmittel, technisch beim Mann weiß ich jetzt das nicht so genau. Bei der Frau könnt ihr, das kann ich euch gleich mal einblenden, Femibion 0 nehmen. Von Kinderwunsch bis
Schwangerschaft. Ich weiß nicht, wie lange man das in der Schwangerschaft einnehmen kann, aber wenn ihr dann schwanger seid, dann nehmt ihr wahrscheinlich dann eh andere Mittel. Auf jeden Fall Femibion 0 kann ich empfehlen. Sehr gut, da ist eigentlich alles drin. Ihr könnt auch irgendein anderes Präparat nehmen, aber das ist einfach das, was ich euch empfehlen kann. Irgendwie nervt mich mein Haar hier gerade. So. Ja, das wäre halt ja, so ein Nahrungsergänzungsmittel, was man nehmen kann und ja, was vielleicht dann noch hilft und schlecht ist es definitiv nicht. Es gibt dann natürlich noch verschiedene Tees. Ich habe mir sagen lassen, Frauenmanteltee soll helfen oder ich glaube auch Zitronenverbena, bin mir aber nicht sicher. Himbeerblättertee soll wohl auch unterstützen, generell im Zyklus soll Himbeerblättertee unterstützen, also den kann man nicht nur zum Ende der Schwangerschaft trinken, sondern auch wenn man schwanger werden möchte. Es gibt da natürlich auch verschiedene homöopathische Mittel, aber da weiß ich jetzt nicht so Bescheid. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit meinem Video helfen und es war jetzt nicht ganz so wackelig. Ich bin da wirklich nicht gut. Wenn ihr mehr wissen wollt oder detaillierter irgendwas erklärt haben möchtet, wenn ich auf irgendwas mehr eingehen soll, dann schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie noch Tipps habt, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Es kann ja sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, ansonsten würde ich sagen, ihr könnt mich abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch jedes Video mitkriegt. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ich habe mich wirklich angestrengt. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, dann könnt ihr das auf Facebook und Instagram tun. Da poste ich ab und zu mal ein paar Bilderchen und ja, da könnt ihr auch mal draufklicken, wenn ihr Lust habt. Und ja, dann verabschiede ich mich für dieses Video und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.